Guten Abend, meine Damen und Herren. Als Kuratorin der vierten Poetika begrüße ich Sie alle ganz herzlich. Dieses Jahr haben wir 10 Dichterinnen und Dichter aus verschiedenen Kontinenten eingeladen. Es ist aber vielleicht besser, von verschiedenen Wassern zu sprechen, als von verschiedenen Kontinenten, Ländern oder Nationen. Denn das Wasser kennt keine Grenze. Fließt, kocht, fällt und verändert stets seine Form. Als Bewohner auf der Erde teilen wir ein einziges großes Wasser miteinander. Unsere Autoren kommen vom Atlantik, von der Nordsee, vom Michigansee und von den beiden Enden des Pazifiks, Ostasien und Kalifornien. Der Heimatfluss ist hier der Rhein, aber wir vergessen oft, dass das Wasser aus dem Rhein bereits viele Tropfen vom Pazifik und anderen Ozeanen enthält. Jeder einheimische Fluss besteht aus dem Wasser aus der ganzen Welt und das ist unser Zuhause. Das Thema der diesjährigen Poetika ist Beyond Identities, die Kunst der Verwandlung, Identitätsspiele. Jedes Wort, das wir hören oder lesen, verändert uns. Und zwar nicht nur die Worte, die uns begeistern oder belehren, sondern auch die Worte, die uns entsetzen, beleidigen und verletzen. Wir sind ausgeliefert im Weltmeer der Sprache. Mit der Sprache gestalten wir uns selbst jede Sekunde neu, als ich, als wir, als er, sie, es und manchmal auch als etwas, was gar nicht als Personalpronomen denkbar ist. Heute können Sie alle Autoren kennenlernen, die wir zur Poetika eingeladen haben. Unser erster Gast ist Monique Tron. Sie ist aus New York City. Sie wurde während des Vietnamkrieges in Saigon geboren und wanderte als 6-jähriges Kind mit ihrer Familie nach Amerika aus. Sie verbrachte ihre Kindheit in North Carolina. Darüber schreibt sie einen spannenden Essay, den Sie in unserer deutschsprachigen Publikation lesen können. Monique Tron studierte an der Yale University Literatur und an der Columbia University Jura. Ihr Roman, das Buch vom Salz, hatte in den USA einen großen Erfolg. Auch in seiner deutschen Übersetzung wurde er unter anderem in der Neuen Zürcher Zeitung und der Süddeutschen Zeitung im höchsten Ton gelobt. Wiping her hands off on her apron, Miss Toklas would have walked down the hallway toward the studio door. She would have passed by her lovey, sitting deep within the shadows of yet another detective story. Gertrude Stein is very democratic in her reading choices. She delights in the clipped prose, the breakneck speed at which she turns the pages, the steamy mix of petty crimes and bad love affairs. She is especially addicted to the flagrant use of a distinctly American English, a language that she thinks ignites these stories with their vigor and vim. Over 2 decades in Paris, and yet with each day, Gertrude Stein believes that she is growing more intimate with the language of her birth. Now that is no longer applicable to the subjects of everyday life. No longer wasted on the price of petrol, the weather, the health of other people's children. It has become, for her, a language reserved for genius and creation, for love and devotion.
as she is destined now to see it more often than to hear it, Gertrude Stein has also grown to appreciate its contours and curvatures. Captured and held steady on the pages of the books and letters that cross her lap, the words provoke the scientific in her, remind her of her days in medical school, dissecting something live and electric, removing vital organs from a living animal and watching the chaos that ensues. Miss Toklas mag den Geruch von frischer Tinte an Fingerspitzen. Sie tippt alles, was Gertrude Stein schreibt, und liest auch Korrektur. Das intime Verhältnis, das sie zu diesen geschriebenen Wörtern hat, kann man nicht haben, findet sie, wenn man nur die fertigen, maschinengeschriebenen Seiten liest. Sie sehnt sich nach dem Gekritzel, nach den dunklen, dunklen Strichen, wo ihre Lovey fest und mit Absicht aufgedrückt hat. Sie erkennt jede Unterbrechung im Tintenfluss, manchmal mitten im Wort. Pausen, ihr zur Freude. Erst wenn sie ausruft, Erbarmen, bitte, hab Erbarmen, beginnt die Tinte wieder zu fließen. Am Anfang, als Miss Toklas in die Rue de Fleurus 27 einzog, schrieben und korrigierten andere Frauen für Gertrude Stein. Miss Toklas erkannte sofort, welche Vertrautheit das schenkt. Sie wollte die fremden, weißen Glacé-Handschuhe nicht wie abgestreifte Schlangenhäute auf dem Tisch liegen sehen. Keine Finger, die sich an der Schreibmaschine für die Kühle der Tasten bereithielten. Sie glaubte, sie könnte riechen, wie deren Schweiß die Tinte auf den Seiten zersetzte. Es war ihr wichtig zu wissen, dass dies nicht so war. Schon seit langem hat sich Miss Toklas Gertrude Stein unentbehrlich gemacht. Sie ist ebenso sehr eine Wächterin ihres Tempels wie die solide Tür zum Studio. Sie ist die vorderste Verteidigungslinie, der offizielle Vorkoster des königlichen Essens, die Glucke. Miss Toklas stößt die Studiotür mit einer einzigen Bewegung ihres Handgelenks auf, ein Hinweis auf die Stärke ihrer Hände. Sie sieht mein Gesicht und sagt, ich bin Alice B. Toklas. Und wer sind Sie? Welcome. Yeah. Okay. So the protagonist of your novel is a Vietnamese cook who was working for Gertrude Stein, right? Where did you find him? Is somebody who really existed, or your fantasy? A little bit of both. But to begin with, he did in fact exist. I found him on the pages of the Alice B. Toklas cookbook. Mm. There were just a couple of pages about the Indo-Chinese men. Yeah. Whom worked for Toklas and Stein in their Paris home as live-in cooks. And I was just so taken by the mix of description about these men. Toklas writes about them with so much affection and yet also with so much condescension. Mm. And it was precisely that mix that caught my imagination. Mm. You know, the food is a very important subject in the Asian literature. Mm. You know, that the food is a relationship between parents and children. Food is a cultural identity and also expression of the individuality. But in German literature, there is no food. And how about American literature? Well, I think there's quite a bit of food in American literature, but that could possibly just be the lens
that I read literature through, I'm always fascinated by even the smallest description of what a character has on the table. What they choose to place inside their bodies, because I think it shows so much intimacy, and it is so revealing. Thank you. Unser nächster Gast ist Morten Sonnegaard. Bitte. Eine deutsche Zunge würde den Namen Sondergaard aussprechen, aber wir versuchen, unsere Zunge so weit wie möglich dänisch zu biegen. Morten Sonnegaard besuchte die Schule für literarisches Schreiben in Kopenhagen, studierte vergleichende Literaturwissenschaft, übersetzte Borges ins Dänische, veröffentlichte Gedichtbände und erhielt dafür zahlreiche Preise. Er hat auch an verschiedenen Projekten mit Naturwissenschaftlern und Künstlern zusammengearbeitet. Eines davon ist die Wortapotheke, über die wir am Donnerstag um 14 Uhr diskutieren werden. Jetzt liest er ein wunderbares Gedicht, das Sie vielleicht schon kennen. Du siger, at bier dør sovende, men de styrter til jorden, ramt af en hjerneblødning. Der er formodentlig honning inde i væggen, og de kommer tilbage år efter år. Du sagst, Bienen sterben im Schlaf, doch sie stürzen auf die Erde, getroffen von einer Gehirnblutung. Es gibt vermutlich Honig in der Wand. Und sie kommen wieder, Jahr für Jahr. Morten Sonnegaard und Monique Thron lesen zusammen mit Jan Wagner am Mittwoch um 19.30 Uhr im Literaturhaus. Morten, you sometimes or very often write about sleeping. Yeah? How many hours do you sleep, Morten? Yes, that's a very good question. I don't really count them, but maybe I noticed that when I am going to write a book, and when I am writing the book, I sleep a lot. Yeah. And you are walking in sleep, right? Yes. What happens in the sleep? Maybe it happened to you too. I don't know, but I think what you do when you write is also to put language to sleep so it can dream. And this kind of REM sleep that language produce when poetry happens I'm very interested in that, of course. And I think that is the relation for me with sleeping. Yeah. And what is your relationship to bees? The bees, yeah. But when I published this book, there was a beekeeper who said to me, but they don't die in sleep. That's a lie. And it's true. It's not true that bees are dying in their sleep. But because I say it in the poem, they do. And I think that's also a possibility we have in poetry to kind of say something very, you know, firmly, and it's true. And now, recently, I have gotten bees where I live. Really? Yes, yeah. For the first time last year. And it's just a wonderful experience to me. And it's a kind of reading also. You read the bees. Like a book. And it's a fantastic book. And I'm so curious will happen in this book. Und du tust so, als würdest du Deutsch nicht verstehen, aber in Wirklichkeit verstehst du, ja? Das ist und du möchtest uns auch ein Gedicht auf Deutsch lesen, okay, oder? Yes.
Ja, die Wahrheit ist, dass wir in die dänische Schule Deutsch lernen. Und wenn ich war ein Kind, ich habe viele Probleme damit. Und jetzt will sie wissen, die Probleme. Ja. Okay. Atemzug eines großen Tieres. Hab keine Angst mehr. Du darfst gerne zu mir kommen, mich wärmen oder mir etwas zu essen geben. Ein Kaktus ist im Lauf der Nacht aufgeblüht, mit gelben und roten fleischfressenden Blüten. Lass uns wieder Liebe machen, doch dieses Mal langsamer, damit die Grausamkeit ihrer Bedeutung verliert. Ein Hubschrauscher. This is my favorite word. Hubschrauscher. Ist in mein Gehirn gestürzt. Dort liegt er mit seinem Rotorblätten und zerstückelt meine Gedanken. Yes. Danke, danke. So, jetzt bist du dran, Barbara. Barbara Köhler ist zwischen Leipzig und Karl-Marx-Stadt, die schon lange nicht mehr so heißt, zur Welt gekommen. Seit 1994 lebt sie in Duisburg. Sie hat am Literaturinstitut Johannes R. Becher in Leipzig studiert, das auch nicht mehr so heißt. Nach der Wende veröffentlichte sie beim Surkamp Verlag mehrere Gedichtbände und auch eine experimentelle Übersetzung von Gertrud Steins Tender Buttons. Das Buch heißt Zarte Knöpft, heißt, glaube ich. Wer ist aber diese Barbara Köhler? Eine Wortkünstlerin auf jeden Fall, aber auch eine Nichte von Wittgenstein, eine Enkeltochter von Gertrud Stein. Oder ein großer Klangkörper für mehrere Stimmen der altgriechischen Götter. Sie wird für uns zwei kurze Gedichte aus Blue Box lesen. Entpuppung. Ich habe das Sagen nicht. Ich lasse es mir gesagt sein, mir gefallen, Wendungen, die verwandeln die Einrichtung zwischen verrückten Wänden in ungehörige Räume, eine Fremde, in der ich die Fremde bin, eine Stimme, die sich der Sprache gibt, Klangkörper beim Wort genommen wachsen, mir Hände zu begreifen, beschwören, wenn ich zum Wort stehe, steht es mir zu, dir entgegen kommt es und geht zwischen uns die Rede, die Stille, ein Raum gelassen. Die Tücke des Subjekts. Wer spricht mich, wer will mich sprechen, wer redet ein, wer entzweit, wer vergleicht, verwertet mich, rechnet mit mir, wer zählt auf mich und macht sich ein Bild, stellt sich vor, wer geht davon aus, was bleibt, wer fordert ein, Sicht hat eine Perspektive, hat Zukunft und keine Zeit, wem denke ich nach, wer sagt ich, wer weiß. Danke. Danke. Ja, Barbara, andere Teilnehmer haben sich so viel Mühe gegeben und extra aus Amerika, aus Asien gekommen. Du hast einfach aus Duisburg gekommen. Aber das ist ja auch komplizierter vielleicht, weil es gibt zu viele Möglichkeiten, aus Duisburg zu kommen. Vielleicht mit dem Auto, Tram, IC, Bus oder zu Fuß, Fahrrad. Wie bist du denn gekommen?
Ich habe mich der Deutschen Bahn anvertraut. Ja, ja, ja. Und mit dem, ja, wo welcher Ort liegt und so weiter, das ist ja in deiner Literatur ganz kompliziert. Und man weiß nicht, was ganz nah ist, ist ja ganz fern. Und was fern ist, vielleicht nah. Und also ein Wort finde ich immer, also interessant, aber in deinem Gedicht kommt das ja auch vor, lassen. Weil das ist ein Tunwort, aber bedeutet eigentlich nichts tun, ja. Ja, und, das, ja, was, ja, das es ist für mich nach und nach auch eines der faszinierenden Wörter, yeah. Also faszinierendsten Wörter auf Deutsch geworden. Yeah. Also wie lässt man was werden zum Beispiel, etwas werden lassen. Das hat sehr viel mit, auch mit Warten zu tun. Yeah. Also weil Warten ist ja nicht nur da sitzen und Däumchen drehen, ist auch... im Grunde genommen Sorge tragen, pflegen und erhalten. Also was auch mit diesem Lassen, Loslassen, aber auch nicht haben, nicht machen wollen. Ja. Und das ist sicher beim Schreiben auch so, ne? Ja. Aber wie passiert dieses nicht steuern, sondern lassen beim Schreiben? Wie kann man das, kann man sich das vorstellen? Oh. Ja, schwierig, ne? Ja, ich weiß, ich würde das auch nicht erklären können. Aber dafür frage ich die anderen. Es gibt sozusagen, ein Trick ist Form sozusagen. Und also auch die beiden, die ich gelesen habe, in Blue Box fängt das an, sind Texte, die eine sehr, eigentlich sehr rigide Form haben. Also die sind... sehen aus wie Blocksatz, sind aber ausgezählte Blöcke. Also jede Zeile hat die gleiche Anzahl Zeichen. Also ist vom der Schreibmaschine. Also ist eine maschinelle Form, ist keine Form, die mit Körperrhythmen und Gehen oder so zu tun hat, sondern ganz strikte. Und das ich habe vorhin gerade mit Morten geredet. Also die Hälfte der Zeile kann ich machen, was ich will. Aber dann sind nur noch 10 Zeichen übrig oder so. Und es kommt dann sozusagen eine Gegenbewegung und ich muss loslassen, was ich da will und muss sehen, was ist noch an Platz da und wie könnte das weitergehen. Also es ist nicht so linear, es gibt immer auch die Gegenbewegung. Also, und Form ist ja eigentlich immer so was, eine Art organisierter Widerstand. Ne? Und da ist es relativ egal, ob ich eben diese maschinelle Form nehme oder ein Metrum oder ein Reimschema. Es ist immer, ich organisiere mir immer damit einen Widerstand. Ja, ja, ja. Also dass eben dieses nicht machen lassen müssen, irgendwann machen lassen müssen. Also dass auch Sprache, dass Sprache macht. Ja, ja, dass, dass es wirklich den Moment gibt, wo die Sprache was macht, und nicht ich. Ja. Danke, ja, danke. Also Barbara Köhler liest morgen um 19 Uhr in der Zentralbibliothek. Ne? Ja, danke, vielen Dank. So, jetzt Jeffrey Santoso. Ja, als den letzten Dichter in dieser ersten Runde möchte ich Ihnen Jeffrey Angeles vorstellen. Er wurde in Ohio geboren. Als Gymnasiast fuhr er zum ersten Mal nach Japan und verbrachte 3 Monate im Süden von Japan, im Shimonoseki. Später studierte er Japanologie in Ohio und neben der Karriere als Wissenschaftler und Übersetzer schrieb er Gedichte auf Japanisch. Letztes Jahr erhielt er den Literaturpreis Yomiuri Bungakusho, der mit dem Pulitzerpreis vergleichbar ist. Für seinen Gedichtband Watashi no Hizuke-Henkou-sen, meine Datumsgrenze. Ja, dafür erhielt er den Preis. Dozo. Hai. Honyaku nitsuite, on translation. Shinjitsu ni hairu to soko ni mo hitori no watashi o mitsukeru. Sono watashi wa kinpatsu dewa naku, sono watashi ni wa kurokami ga aru. Going into the bedroom, I find another me already there. That me is not blonde, that me has black hair. 私がどうしてここにと聞くと、その私はただ早く入れという。ずーっと私を待っていたと、生まれた瞬間から今まで。I ask him why he's here. He simply tells me to get in, that he has been waiting for me since the moment we were born. 私たちの使う言語は違うが、なんとなく通じ合うらしい。私は洋服脱いで横になると、子供の頃について話し始める。
We use different languages, but we communicate somehow. I take off my clothes, lie down, and tell him about my childhood. アイスクリームを落として泣いたとき、靴を大雪でなくして叱られたとき、おじいさんと枕投げをしたとき、about dropping the ice cream and crying, about being scolded after losing my shoes in the snow, about the pillow fights with my grandfather. 覚えている、とその私が言う。I remember, says that other me. だが、その私が思い出を語ると違う人の記憶に聞こえてしまう。But when he speaks of his memories, they sound like the memories of someone else. 私の覚えているベッドは布団になり、the bed I remember becomes a 布団。私の覚えている湖は海になる、the lakes I remember become seas. サンドルは草履になり、sandals become 草履。ランチボックスはお弁当になる、lunch boxes become 弁当。二人の私の話はすれ違い、会うことはなかなかない。Our conversations slip by one another, never meeting in between. 二人の私はため息を漏らし、部屋は沈黙に戻ってしまう。The two of me let out a sigh and the room returns to silence. シーツの下でおどおどしてお互いの手を取り、そしてしばらく天井を仰ぐ。Fidgeting beneath the sheets, I take the hand of that other me and stare at the ceiling for some time.やがて抱き合い、赤の谷のように愛ぶし合う、以降の完全な人格になれるように。Eventually, we embrace, caressing like two strangers, in the hopes of turning into one person complete.Über die Übersetzung. Im Schlafzimmer habe ich gefunden ein weiteres Ich. Kein blondes Ich, hatte schwarze Haare. Warum bin ich hier, frage ich. Komm schnell hinein, sagt es. Habe gewartet die ganze Zeit auf mich. Seit der Geburt bis jetzt. Wir verwenden verschiedene Sprachen. Scheinbar verstehen wir uns irgendwie. Ich ziehe mich aus, lege mich hin.Ich erzähle aus meiner Kindheit, wie ich meine Eiscreme fallen ließ und weinte, wie ich meinen Schuh im Schnee verlor, wie ich mit dem Großvater Kissenschlacht spielte. Kannst du dich daran erinnern? Wenn ich von mir erzähle, klingt es, als würde es aus dem Gedächtnis eines anderen stammen. Das Bett, an das ich mich erinnere, verwandelt sich in einen Futon. Mein See wird zu einem Ozean.Meine Sandalen sind jetzt ein paar Zori und meine Brotdose ist eine Bento-Box. Sie reden voneinander vorbei und begegnen sich selten. Sie seufzen. Ins Zimmer kehrt ein Schweigen zurück. Unter dem Bettlaken strecken wir unsere schüchternen Hände, starren auf die Zimmerdecke. Bald umarmen wir einander, wie zwei Fremde,liebkosten wir, um eine vollkommene Persönlichkeit zu erreichen. Ja, Jeffrey, and I didn't know that Kalamazoo is one of the most important cities in the United States. Because of course it is. Teju Cole was born there, yes. And you are living there. Yes. What is the best thing about Kalamazoo? Well, Nagai Kafu, a Japanese writer, also lived there 100 years ago. So it has many strange connections to many places in the world. But it's a beautiful little town with a lot of nature, green, not too expensive. That's good. And so much literature happens there. It's incredible, even though it's a very small town. Yeah. And how did you begin to write in poems in Japanese? What was Well, so when I was younger, I wrote a lot of poetry in English. Yeah. But then I became very interested in translation, and I translated lots and lots of Japanese poets. Mm.
But at the time when I started to write this book, I was living in Japan. And so when I'm living in Japan, I speak all day in Japanese. I dream in Japanese. I watch television in Japanese, read books in Japanese. When I go to America, then I dream in English. Then I speak English all day. So, you know, I began to feel like there were two parts of me, just like I described in the poem. But when I was living in Japan, I decided I wanted to give a voice to that part of me that is in Japanese. And so I decided to try to write my own poetry. And I wasn't sure if I should do it. But then it worked. So, yeah. And the time is one of the most important subjects in your poems, I think. The time, how is your time? Is it like a river or many rivers that are running parallel ring of the tree or? I do feel, there's of course different kinds of time. Yeah, yeah. You know, there's the time that flows through my life and I get older and older and I can't stop that, of course. Stop it. I can? Oh, you need to teach me how. there's also a kind of time that flows backwards, yeah. You know, as we remember our past and, you know, move backwards into the past. And so I became interested in these kind of contradictions and the way that we think about and actually experience time. So, okay. Thank you. Thank you. And thank you for you all. Thank you.